Ich bin hier schon einmal gestanden, nämlich im Lager, und da war ganz viele Kommentare. Reini, geh mal durchs Lager und zeig, was es da so gibt. Euer Wunsch ist mir Befehl. Daher, komm mit und schau, was wir so auf Lager haben, und wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Ja, hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ja, da stehe ich jetzt in einem Teil von unserem Lager. Ich bin jetzt hier in Wien bei unserem Versandpartner, bei der Firma ADMS Postservice. Das ist unser Fulfillment-Partner, muss ja alles einen englischen Namen haben. Aber das sind die Heinzelmännchen, ja, die hier unsere Bäckchen machen, die auf unsere Waren gut aufpassen, die die Warenannahme machen und sich auch darum kümmern, dass immer alles gut funktioniert. Aber jetzt schauen wir uns an, was wir eigentlich in unserem Lager wirklich liegen haben. Ja, hier sind wir im Stellbereich mit den Palettenplätzen. Da haben wir jetzt zum Beispiel hier auf der Seite unsere Notnahrungsprodukte, wie zum Beispiel, das ist der Volleipulver, das wir von der Firma Katadyn beziehen, Track and Eat heißt das Ganze. Oder hier jetzt zum Beispiel Vollmilchpulver, kennst du sowas? Nein, ist wirklich cool. Und wir haben auch extreme Nachfrage nach diesen Produkten, weil die halt für Krisenvorbereitung, Krisenvorsorge genauso funktionieren, wie auch für den Campingurlaub oder wenn du ja zelten gehst, zum Beispiel bei uns auf waldurlaub.at gibt es ja auch, ist alles billige Eigenwerbung, das muss ganz klar sein. Ne? Ja, wenn du dich selbst versorgen willst, aber ja, nicht immer die Milch mithaben willst zum Kochen oder auch die Eier, dann ist das eine gute Variante, also das funktioniert sehr, sehr gut. Und natürlich unser Tactical Food Bag, schau mal her, da haben wir auch die unterschiedlichsten Paletten hier mit den einzelnen Sorten. Ah, Tuna. Der ist nicht schlecht, aber es gibt was Besseres. Aber da kommt noch mal ein eigenes Video. Aber wenn dich das interessiert, Tactical Foodback, oben beim i klicken, da stelle ich den Wochenvorrat vor. Ah, da zum Beispiel, ja, Chicken and Rice. Die mag ich auch sehr, sehr gern. Die sind super. Fish and Curry ist nicht so schlecht. Wo ist denn mein Liebling? Da unten. Schau mal her. Da unten. Da ist mein Liebling. Ah, Meat Soup. Fleischsuppe. Das ist eines meiner Liebsten. Ja, aber so ist das Ganze aufgebaut. Aber es gibt noch was. Gleich gegenüber haben wir auch unsere Paletten. Und ja, da haben wir halt die Armbrüste, zum Beispiel hier die Steamboat-Dinger. Eine super Sache. Wie gesagt, schau dich bei mir am Kanal ein bisschen um. Und ich gebe da auch unten den Link zu den einzelnen Produkten, die ich da jetzt so zeige. Und hier zum Beispiel, ja, da haben wir den Fenris, auch von der Firma Steamboat. Das ist dieser Schnellschussbogen. Extrem, extrem cooles Teil, besonders für unsere deutschen Kollegen, weil Armbrust ist eine Armbrust und der Bogen ist halt nur ein Bogen. Da, das geht irrsinnig super. Und auch hier auf den Palettenplätzen, da haben wir auch unsere Bücher, zum Beispiel die Selbstversorger Pflanzenbibel und was wir halt alles zu haben. Und das ist sehr, sehr schön organisiert, wie du hier siehst. Unterschiedliche da Lederbearbeitung, das Lederbuch, also wir kaufen das immer gleich in dementsprechenden Stückzahlen und Mengen ein, und dafür brauchen wir halt auch den Platz. Und früher, also den Shop, ja, wirklich begonnen, den haben wir eigentlich daheim. Und was da jetzt draus geworden ist, ist eigentlich unglaublich. Also wenn ich da jetzt so durch das Lager bei ADMS gehe und uns unsere Produkte anschaue, wenn ich da so drüber nachdenke, also es ist tatsächlich so, wir haben den Shop begonnen in der eigenen Wohnung, in unserer früheren Wohnung, die wir hatten, am Schlafzimmer oben auf den Schlafzimmerkästen haben wir Schachteln gehabt am Anfang und da sind die Waren ganz einfach drin gelegen und wir haben uns gefreut, wenn wir in der Woche mal eine Bestellung gehabt haben, die Manuela und ich, und haben gesagt, ja, Bestellung, und dann kann ich mich nur erinnern, da hatte ich so ein Stockerl, heißt das in Österreich, so einen kleinen Schemel mit draufgestellt und habe dann diese Kunststoffkiste runtergenommen und habe schon gewusst, wo was drinnen ist, weiß ich nicht, da hatten wir 10 Artikel oder so irgendetwas. Und wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, dass wir mehrere Reihen an Produkten haben, ich zeige dir das dann eh nachher noch der Reihe nach, dann ist das für mich schon wow. Aber wenn ich dann wieder drüber nachdenke, wie klein wir eigentlich trotzdem sind, unglaublich. Ah ja, genau, weil wir gerade in der Armbrustliga sind, auch unsere Schaumstoffziele, gebe ich da auch unten einen Link. Alles, was ich da jetzt zeige, gibt es den Link um. Die Schaumstoffziele haben wir hier. Und das sind halt die Produkte, wo wir mehr davon haben, also gleich Paletten kaufen, beziehungsweise die einfach mehr Volumen haben. Aber jetzt gehen wir ja rüber zu den Fachböden. Ja, und damit du auch die Dimensionen siehst, ich meine, das ist heute angeliefert worden von Tasmanian Tiger, beziehungsweise wir haben auch was von Tatonka bekommen.
Also das ist die Anlieferung, ein Teil von heute. Und daher, also das könnte ich alles allein gar nicht mehr bewältigen. Und ja, da ist halt ADMS unser Ansprechpartner und die erledigen das alles. Bravo, yes. Mein Gott, ich hätte fast was vergessen, der Martin von ADMS hat mir gerade gesagt, hey, du hast auch Steambo wieder bekommen, ja. Also schau mal, wir reden da schon von Größen. Puh, also wenn ich das daheim im Schlafzimmer hätte, dann wäre die Freude im Schlafzimmer nicht so groß, glaube ich. Alles Dingerarmbrüste, also bei uns sofort lieferbar. Schlag zu, solange es die noch gibt. Ja, wir haben jetzt zwei solche Reihen hier, ja, voll mit Fachböden, mit unterschiedlichster kleinerer Ausrüstung. Und ja, das letzte Mal bin ich hier durchgegangen. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Meter es sind, aber irgendwie, wenn ich so vorstelle, wenn die Leute, die hier arbeiten, ja, da so durchmarschieren, ja, also da magst du sicherlich so deine Meter, um die ganzen Pakete zu packen und dann auch zu verschicken. Aber jetzt schauen wir mal, was da ist. Ja, also da sind wir jetzt bei den Fachböden und ja, unsere Freunde von ADMS, ja, haben das eben gestaltet. Es gibt eigene Lagerplatznummern, die hier auf den Lieferscheinen aufgedruckt sind, damit man eben alles schön im Griff hat. Also da zum Beispiel, das sind unsere CRKD-Schraubenschlüssel und naja, jeder, der die Form wiederkennt, weiß, worum es dabei geht. Da haben wir jetzt Messer, da zum Beispiel die Pfeile für unsere Bolzen. Da etwas ganz, ganz Interessantes. Das ist Erste-Hilfe-Sets, ja, so kleine Erste-Hilfe-Sets. Und du siehst, es ist alles so durcheinander gemixt. Also sie haben darauf geachtet, ganz einfach, dass nicht ein Produkt in einer Farbe und eine Kategorie auf einem Platz liegt. Ja, damit es ganz einfach beim Verpacken alles super funktioniert. Da haben wir ja, Rucksäcke. Da, oh ja, sie ist wieder da, endlich. Da war eh schon ganz häufig die Frage. Ich gebe da auch unten, wie gesagt, den Link auf die Produkte. Habe auch ein eigenes Video gemacht. Das ist eine coole Säge, die, ja, ich sage den anderen Hersteller jetzt das, sage ich jetzt nicht, aber die einfach extrem klein und kompakt und cool ist. Und schau mal, es geht bis ganz nach unten. Ja, also du kannst auch wirklich, wenn du hier im Lager anfangen willst zu arbeiten, also du kommst auf deine Kniebeugen, um so ein Paket zu backen. Also auch von der Positionierung her, achten die halt ganz einfach darauf, dass die Produkte, die häufiger verkauft werden, wie zum Beispiel das da, das wird sehr häufig verkauft, ja, die Tatonka, weil da eben dieser kleine Deckel oben mit dabei ist. Also die sind in einer Höhe, wo man sie eben nicht bücken muss. Oder da jetzt zum Beispiel die Steambo-Pfeile zu das Dinger, die ich gerade vorher herzeigt habe. Also das passt alles ganz gut. Und so ist das halt aufgebaut. Oh ja, 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 ja. Das reine Rossmann Multitool, ja. Wenn du das noch nicht kennst, ja, da haben wir auch wieder, aber das ist jetzt noch der letzte Rest, den wir haben und dann müssen wir wieder neu produzieren lassen, da sind wir eh gerade dran. Also es sind so viele kleine Arbeiten, die wir immer wieder umsetzen müssen. Viele Sachen kriegen wir natürlich jetzt direkt vom Hersteller, wie zum Beispiel da von Walter, das ist ganz, ganz klar, oder Tatonka oder Tasmanian Tiger, das ist logisch, aber wir arbeiten auch daran, eigene Produkte zu kreieren, eigene Produktarten zu machen und ja, da müssen wir uns halt auch selber darum kümmern, dass dann immer die Ware zur Verfügung steht. Und im Lager geht es natürlich auch nach oben, ja. Da zum Beispiel, das habe ich auch vor einiger Zeit vorgestellt, das sind diese wasserdichten Boxen, Multiboxen, die aber eigentlich, gut, es ist Miltec, ja, da wird der eine oder andere sagen, Miltec, ja, so ist das, aber die sind durchaus in Ordnung. Das ist ein Erste-Hilfe-Set, ja, die haben wir da oben platziert. Oh, da muss ich endlich einmal ein Video dazu machen. Da muss ich ein Video dazu machen, und zwar, das ist ein Schleifstein, ja, für natürlich nichts für Outdoor, nichts zum Mitnehmen, sondern den man halt daheim hat, so auf belgischer Brocken aufgebaut. Ja, da muss ich mal ein Video dazu machen, das ruft man das jetzt wieder in Erinnerung. Aha, da ist ausverkauft, da wird wieder nachbestellt, das machen dann auch, wir sind ja eigentlich ein Frauenbetrieb, ja, also wenn ich so schaue, wer bei uns alle arbeitet, die Michaela, die Claudia, die Manuela, die Sabine, die andere Manuela, da bin ich eigentlich der Quotenmann, so geht es mir dabei, aber die kümmern sich um alles, dass das alles reibungslos und gut funktioniert. Ich kann das eigentlich, was da alles so da ist, gar nicht mehr alleine überblicken und auch selber machen, also daher
großen Respekt und auch Dankeschön an die eigenen Mitarbeiter und natürlich an die Freunde von ADMS, die das Ganze großartig hier organisieren und machen. Da zum Beispiel ja, das Ottermesser, ja, habe ich auch einmal ein Video gemacht und zwar am Messerkanal, da gebe ich da auch oben beim i den Link. Also wir haben das alles, wie du siehst, so durcheinander gestreut. Also es gibt nicht eine Ecke, das ist die Messerecke oder das wäre die Ecke, sondern es ist halt alles so ein bisschen durchgearbeitet und durchgemacht. Also, und es ist halt ein Outdoor-Shop. Ich meine, ist auch ganz klar, weil ich meine, klick dich durch, schau mal, was wir so im Programm haben. Es ist ein Mix aus unterschiedlichsten Bereichen, die man für Survival braucht, die man für Survival Training braucht, die man für die Krisenvorbereitung braucht oder für Bushcraft. Da zum Beispiel der Katadyn B3 Filter. Durchaus brauchbares Gerät, wenn man genau weiß, was man eigentlich tun will. Das habe ich auch schon oft ein Video dazu gemacht, gebe ich da auch oben, was Filter und Wasseraufbereitungstabletten, die sich auch gleich darunter befinden. Katadyn Mikro Pur. Ja. So ist das aufgebaut. Ah, das hier, kennst du das? Das ist Wildo. Das sind diese Faltbecher. Das ist die große Ausführung. Das ist auch ein Gegenstand, der meiner Meinung nach in jeden Rucksack reingehört. Oh, ja, den haben sie hier hinten versteckt. Aha, ja, da hinten haben wir noch einige. Also, wenn du jetzt bestellst, kannst du sicher sein, dass wir da noch genug haben. Ja, hier dann unterschiedlichste Rucksäcke. Ah, da die extra starke Rettungsdecke. Das ist eine Rettungsdecke, die deutlich stärker und auch anders aufgebaut ist, die mehr Belastung aushält. Ja, auch die haben solche Sachen, also so kleine Ausrüstungsgegenstände für Everyday Carry beziehungsweise eben für das Notfallkit ist bei uns dabei. Und ich meine, schau dich um. Ich meine, das ist jetzt der eine Gang hier. Ich habe jetzt nur mal die eine Seite und habe auch nicht jedes Produkt herzeigt und dann geht es da auf dieser Seite hier weiter. Da sind dann die neuen Produkte, die dann reinkommen. Wir kriegen nämlich neue Messer, also jetzt nicht reine Rossmann Messer, sondern eben neue Messer von einem anderen Hersteller. Da ein reine Rossmann Messer ist noch verfügbar, der Rest wurde uns komplett ausgekauft, also das war alles innerhalb kürzester Zeit weg, absolut abartig. Ja, das ist, eins ist noch da und ich weiß nicht, wenn du das Video siehst, vielleicht ist es dann nicht mehr da. Hier jetzt zum Beispiel CRKT, ja, was haben wir denn da? Oh ja, das muss ich erst vorstellen, das ist ganz frisch gekommen, ja, das ist ganz neu gekommen. Da werde ich bald ein Video machen und zwar am Messerkanal, also schau auch dort einmal vorbei, das lohnt sich, da stelle ich nur Messer vor. Ah. Und jetzt bin ich das erste Mal wieder in einem Bereich, wo für mich auch ist, oh, das sind die Neuheiten, das ist das Neue, ja, da, das Real Steel, das haben wir auch, das ist jetzt schön. Wenn ich jetzt nicht diese Tour machen würde, würde ich gar nicht drauf kommen, dass wir die bekommen haben und dass ich die ja eigentlich noch reviewen will und mitnehmen will. Und das ist dann für mich immer so Weihnachten, ja? Wenn die neuen Produkte kommen und ich kriege die dann und hole die dann ab und nehme die dann mit. Ach, genauso wie ich es mir vorgestellt habe, so richtig ein fettes Messer. Und da nehme ich mir dann immer ein Exemplar mit und teste das und arbeite dann damit und mache dann halt die dazugehörigen Videos. Manche Sachen kommen ins Lager und dann teste ich sie erst. Andere Dinge bestelle ich mir zum Beispiel bei Amazon und sage dann, ja, das ist cool, das taugt mir irrsinnig und wir bestellen es erst dann in den Shop. Das ist ganz, 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 ganz unterschiedlich. Hier jetzt zum Beispiel, da ist jetzt ein bisschen eine Tasmanian Tiger Ecke. Ja, ist ja auch eine Marke, die ich sehr, sehr gerne habe. Sehr, sehr robuste, sehr langlebige und brauchbare Produkte. Die taugen mir total. Wir arbeiten auch daran, jetzt noch einen anderen Hersteller reinzukriegen, aber das will ich jetzt an der Stelle noch nicht genauer beschreiben. Das kommt auch ein sehr namhafter und brauchbarer Hersteller. Da unsere Zelte, also wir beginnen heuer das erste Mal jetzt so richtig auch in den Zeltmarkt etwas zu tun. Da kommen auch noch einige Videos. Das passt zusammen mit unserem Waldurlaub, weil wir da einige Zeltplätze zur Verfügung stellen. Und da fragen mich die Leute immer, welches Zelt könnte ich brauchen? Der Reine ist halt auch ein Geschäftsmann. Ich gebe es zu, habe es aber auch nie anders behauptet. Das Schoko-Cola, wenn du das noch nicht kennst, ist auch eine nette Sache. Muss da halt schmecken. Das da ist die Zartbitter, die mag ich nicht so gern wie die Vollmilch. Wo auch immer die jetzt liegt, mag so sein. Ah, die haben das alles im Griff hier bei ADMS. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Da jetzt zum Beispiel auch Böcker, Messer, Unterlagen für die Zelte, das ist
alles neu, da kommen dann die dazugehörigen Videos noch der Reihe nach. Also lasst da ein bisschen Zeit, das lohnt sich auf jeden Fall. Ah, da unten, Felco-Sägen sind wieder nachgekommen. Ja, also ist auch eine tolle Säge, habe auch schon ein Video dazu gemacht. Und wir haben auch Ersatzteile halt dann immer auch mit, das ist mir auch irgendwie ein Anliegen, weil du kriegst halt, ja, also ich will jetzt kein Bashing von anderen Shops machen, das ist überhaupt nicht mein Ding, ja, aber du kriegst halt manchmal dann keine Ersatzteile, ja. Drüben zum Beispiel habe ich was für Armbrüsten gesehen, da gibt es große Hersteller, die, oder große Shops, oder große Shops, Shops, die halt die Armbrust verkaufen, aber dann kriegst du halt keine Ersatzteile und das ist auch irgendwie unangenehm, das gefällt mir nicht. Ja, die Lars Feldbücher und insgesamt das Lars Feldmesser, die sind auch alle ausverkauft und wir kriegen momentan keine Ware aus Schweden. Ist sehr, sehr traurig. Sehr traurig, aber das ist so. Oh, da kommen wir jetzt in die Tops-Ecke. Das sind unsere Tops-Messer. Die Tracker Knives, die wir in unterschiedlichen Ausführungen haben, die sind sehr beliebt. Also das Tracker 1 zum Beispiel, das bestellen wir andauernd nach. Da schau auch da mal rein. Wir bemühen uns auch, gute Preise zu machen, die aber für alle praktikabel sind. Also wir müssen natürlich auch unser Geld einnehmen und verdienen, um das alles hier zu finanzieren und die Mitarbeiter zu finanzieren, das ist ganz klar. Aber wir wollen jetzt auch nicht unbedingt der teuerste am Markt sein, sondern einen fairen Preis ganz einfach finden. Ja. Da die F1, ja, wir haben F1 Black, oh ja, F1 Black, da haben wir, da, man sieht dann hier außen, aha, ist es ein Black oder ist es kein Black? Das sind alles Black, ja, sehr schön. Die muss ich auch unbedingt vorstellen, die ist so cool. Die habe ich jetzt schon getestet, einige Monate, ja, von Helikon. Das hier, das ist ein richtiges Superteil, aber da mag ich nicht so viel dafür verraten. Das ist so ein Poncho, Schlafsack, alles in einem Kombi. Das Problem ist, dass wir die momentan so schlecht bekommen. Da haben wir jetzt nur mehr relativ wenig auf Lager. Da sehe ich es in einer anderen Farbe hier zum Beispiel, da haben wir nur mehr eines. Und da möchte ich dann erst auch das Video machen, wenn wir dann auch wieder dementsprechend lieferfähig sind und lagerfähig sind. Also das ist eh ganz klar. Ja, und dann hier, was haben wir da unten? Aha, CRKT, ja, dieses Tomahawk, ja, der Jogan T-Hawk, ja, also auch da geht's weiter. Hier Rucksäcke, bei denen ist es halt so, die brauchen relativ viel Platz. Das läuft ganz einfach so, ist so. Oh, Manly-Messer. Die mag ich auch sehr gern. Das Patriot zum Beispiel ist ein sehr cooles Messer, ein richtiger schöner Schneidteufel. Da habe ich auch schon einmal ein schönes Video gemacht. Und da ist auch wieder ein Tom Brown, aber da jetzt hier das Tracker 3. Und während du hinten gesehen hast, das Tracker 1, ist halt hier das Tracker 3, damit das, die wirklich so nah aneinander liegen, könnte möglicherweise mal sie vergreifen. Wobei, du siehst, das sind Strichcodes, das heißt, wir haben einen Scanner hier, ja, Strichcode-Laser, und geben das dann weiter vorne hier hinten, da ist dann der Stützpunkt, da kommen dann die Lieferscheine rein und da wird das auch mit überprüft, aber trotzdem, es kann halt immer wieder mal was passieren. 100% gibt es sowieso nie. Ja, da alles wieder für die Zelte. Es ist jetzt hier zum Beispiel, da haben wir jetzt eine Unterlage für das Zelt und dazwischen ist eine Ersatzhähne für die Cobra R9 oder für die Edda. Also du siehst, das ist alles so durchgemixt, wie es halt gerade passt und wie es auch hineinpasst vom Platz her. Oh ja, das Giftpflanzenbuch zum Beispiel von uns, unser Pocket Guide. Da werden wir noch sehr viel mehr machen. Es wird sehr viele Pocket Guides geben. Da sind wir schon in Arbeit, um hier ganz einfach, ja, zu wissen, was wir ganz einfach selber aufgebaut haben, über die Jahre auf diese Art und Weise weiterzugeben. Da sind jetzt, ja, zum Beispiel hier, da ist das neue First Aid Complete, das MK2. Gebe ich dir auch unten den Link. Muss ich auch noch das Video dazu machen. Ist auch eine coole Sache, ist jetzt etwas anders als das bestehende oder das alte sozusagen, aber so läuft das ganz einfach. Hier wieder Sennenwachs, wieder von für den Fenris. Ja, also ich glaube, wenn ich da jetzt wirklich durch das ganze Lager noch einmal durchgehe und alles einzeln herzeige, dann dauert das Video wahrscheinlich 30 Stunden. Das will ich jetzt vermeiden, aber ich glaube, dass du schon einmal einen ganz guten Überblick hast, was es da so gibt. Ja, das war's jetzt. Das war der kleine Rundgang. Ich meine, wenn ich wirklich jedes einzelne Produkt herzeigen würde, dann wird das Video wahrscheinlich 4 Stunden dauern. Also wir haben doch einiges im Sortiment und es wird von Woche zu Woche mehr und es wird immer größer. Es wird auf der einen Seite lustiger, auf der anderen Seite wird es komplexer. Das heißt, wir
haben immer mehr an Leute, die mitarbeiten, immer mehr Prozesse, immer mehr Software, die uns helfen muss. Aber im Großen und Ganzen ist es eine ganz tolle Sache. Und eine Sache auch noch. Das mit dem Lager hier, das hat sich über die Zeit ganz einfach massiv entwickelt. Und weil uns die Leute auch immer wieder fragen, ja, Reini, backst du selber oder wie schaut das aus? Das wird sich einfach zeitlich überhaupt nicht mehr ausgehen. Und daher bin ich auch sehr dankbar, dass wir unseren Partner hier in Wien haben, von der Firma ADMS. Tolle Arbeit, taugt mir total. Also, so schaut's aus. Ein kleiner Lagerrundgang und ich würde Folgendes vorschlagen. Reden wir in einem Jahr wieder, da mache ich dann noch einmal. Da ist dann wahrscheinlich noch ein Stückchen mehr und überall und in die Höhe. Und wenn du das da wissen willst, ja, dann lass ein Abo da. Das war's. Gib da den Link zu all den Produkten hier unterhalb vom Video. Das ist ganz klar. Schau, was dabei ist. Voll cool, ja. Dann hast auch du Weihnachten, wenn wir da die Backerl schicken. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Abo da lassen. Da geht's direkt in den Shop. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Es hat mich gefreut, dein Reini Rossmann. Bis bald und ciao.